Ein herzliches Willkommen zurück zu Benjas Ghost of Eden. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir heute machen. Wir sind ja hier gerade in der Nähe, deswegen werden wir hier mal diesem folgen. So, runter mit dir. So. Okay, das muss hier sein. Irgendwo, irgendwie. Dem Geist folgen. Ich sehe keinen Geist. Meine Freunde, ich sehe keinen Geist. Nochmal bin ich. Ah, halt, stopp, da war was. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung das deutet. Ach, da oben! Ah, Madame. Okay, das glaube ich nicht so schwer, oder? Doch schwer. Mehr hier so noch? Ah ja. Dann hoch für dir. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ich springen, Geist. Ich rette dich. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Wartet. Verarscht mich doch. War hier irgendwas? Nö. Ja. Okay. Boah, wusste ich das? Ja, das war klar. Kann ich dann mal gleich das Seil runterlassen? Aber dann muss ich noch schnell. Das ist ja nicht vergessen. So, runter mit dir. So, was ist denn los? Hier seid ihr also. Guten Tag. Mein Name ist Rebecca Hargrave. Wie kann ich euch helfen? Seid ihr diejenige, die die Wölfe anlockt? Wölfe? Welche Wölfe? Wer genau seid ihr? Ich bin Atea Duarte. Das ist Dread McGrath. Wir sind Verbanner. Wisst ihr, was das bedeutet? Verbanner? Das bedeutet, dass ihr im Auftrag der Toten mit den Lebenden kommunizieren könnt. Das gehört auch dazu, ja. Wieso? Habt ihr jemanden Bestimmten im Sinn? Ferdinando Miller. Mein Fardy. Der Tod hat uns geschieden, aber meine Liebe ist stärker. Ich bin wegen ihm zurückgekommen. Ich liebe ihn so unendlich. Aber er hat mich noch kein einziges Mal hier besucht. Ich muss wissen, weshalb. Wie seid ihr gestorben? Die nächste Frage ist leider nicht sehr feinfühlig. Könnt ihr uns sagen, wie ihr gestorben seid? Wir tauschten die Zivilisation von Juidentown gegen die kalte Wüste Fort Jerichos. Der Weg war steil und uneben, und wir trugen eine große Last. Es war die Hölle, aber wir durchschritten sie gemeinsam. Ich war irgendwann wie benommen. Danach weiß ich nicht mehr viel. Immer heftigere Schmerzen, unkontrollierbares Zittern, Erschöpfung bis zum Tod. Fardy war wie immer an meiner Seite. Er hielt meine Hand, sagte mir, ich solle schlafen. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich hier, alleine. War schon irgendwie traurig. Wie habt ihr euch kennengelernt? Es war Markttag. Ich werde es nie vergessen. Es gab so viel Auswahl, exotische Waren. Ein Überfluss an Schätzen aus der ganzen bekannten Welt. Ich sah ihn in der Menge.
Unsere Blicke trafen sich. Ich wusste es noch nicht, aber ich hatte gerade die Liebe meines Lebens gefunden. Ich konnte es mir nicht eingestehen. Anfangs zumindest nicht. Aber ich musste ihn haben. Und so kam es dann auch. New Eden ist groß. Wo finden wir ihn? Wir waren auf dem Weg nach Fort Jericho. Dort wollten wir einen Laden eröffnen. Es sollte ein Neuanfang werden. Für uns beide. Und jetzt ist er dort. Ganz alleine. Speak ihr nicht zu ihm? Wenn ihr wisst, wo er ist, warum geht ihr dann nicht dorthin? Ich habe es versucht. Zunächst konnte ich ihn besuchen. In der Ruhe der Nacht, während er schlief, wachte ich über ihn. Aber jetzt hindert mich irgendetwas. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Ich muss wissen, dass es ihm gut geht. New Eden ist groß. Wo finden wir ihn? Wir waren auf dem Weg nach Fort Jericho. Dort wollten wir einen Laden eröffnen. Es sollte ein Neuanfang werden. Für uns beide. Hab ich doch schon mal geklickt. Wenn ihr wisst, wo ihr... Ich habe es versucht. Aber jetzt... Okay, das war ein bisschen komisch. Nicht verstanden, warum ich es nochmal geklickt habe. Findet ihn. Bitte. Okay. Er ist einer respektierten Frau, reich und privilegiert. Sie tut alles dafür, elegant und bezaubernd auszusehen und liebt den Mann, den sie heimsucht, von ganzem Herzen. Na, dann wollen wir doch mal. Wo ist denn hier das nächste? Muss ich mir überlegen, wahrscheinlich schon so. Ah ja, da unten ist es sogar eine Fahne. Also, dann rein hier. Und dann... Was denkst du? Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, es ist ein Gefühl. Sie sagte, er hätte sie nie besucht. Wieso? War die Erinnerung zu schmerzhaft? Oder gibt es einen anderen Grund? Auf jeden Fall habe ich mir mal nochmal die Fähigkeiten angeschaut und kann da noch ein bisschen was rummachen. Und zwar war hier, glaube ich, irgendwas. Schauen. Warte mal, das war... Nee, warte mal, wir fangen hinten an. Schädigen Bereich, das war gut. Das wollte ich. Und genau, und das wollte ich. Verursacht sondern aber die. Ah nee, das. Schaden der Mixen Manifestation. Und dann war das. Warte mal. Was war denn das? Was habe ich denn da nochmal ausgesucht? Shit, ich habe es hier verwechselt. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Nee, shit. Egal. Ah, das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich gepennt, echt. Wurscht. Hier war auch irgendwas. Ne, das war es auf jeden Fall nicht. Das war es auch nicht. Ich muss noch mal gucken in aller Ruhe. Und schreibe ich es mir nächstes Mal auf. Oh, falsch. Aber ich sehe hier was Schönes. Vitalität, Ausdauer. Dann machen wir das. Dann machen wir das auf. Oh, jetzt bin ich perfekt. Es gibt einen hohen Erfolg. Okay, dann reisen wir mal. Wo ist denn die?
Wo bin ich überhaupt? Hä? Hier bin ich doch. Ja, genau. Hier bin ich. Und... genau, hier hin. Also, ganz normal zu unserem... oh, so. Ja, dann schauen wir mal. Das Ferdinando. Ferdinando. Ist ein Laden? Ja, nicht, oder? Vielleicht baut er seinen Laden dann neu auf. Das. War ich hier schon? Ach so. Ja, da war ich natürlich schon. Ah, wo soll der Laden sein, mein Freund? Oder ich gehe einfach hier nach der grünen Karte. Sein. Hier dürfte ja keiner mehr wohnen. Oben, das sind die Baracken oder so. Ist überhaupt niemand mehr. Das hier. Da war ich doch gerade drin, oder? Hä? Was soll dieser komische Laden sein? Ja, das habe ich schon gesehen. Ah. Ein Laden. Ferdinandos? Ja, ja. Oh. Geschlossen. Sind wir hier richtig? Versuch's nebenan. Oh, jemand mal zu Hause? Keiner da. Papiere mit Millers Namen drauf. Hier sind wir richtig. Okay, prima. Weiter um. Fadi liest auf Englisch. Sehr viel, wie es scheint. Nun, niemand ist perfekt. Er ist sehr ordentlich. Unordentliche Händler machen Verlust. Wir wissen ja, was mit Händlern passiert bei mir. Kennen wir ja schon alles. Ein Stück Holz, das zu einem Amulett geschnitzt wurde. Es ist jedoch unvollendet. Er stellt Schutzamulette her. Nutzlosen Krimskrams wohl eher. Kannst du das? Er gibt sich Mühe, sie von sich fernzuhalten. Ja, genau. Vor was hat er Angst? Was wissen wir nicht? Durchsuchen wir den Laden. Machen wir gleich, aber erstmal hier noch. Was ist das? Eine Kalimba. Ein Musikinstrument. Das ist Bantu. Aus Südostafrika. Okay, hab ich aber nicht gesehen. Wie funktioniert denn dieses Teil?
wie so ein Klavier, wo man dann oben drauf drückt oder drauf schlägt? Muss ich mal googeln. Noch nie gesehen. Besitzurkunde. Hiermit wird vermerkt und bestätigt, dass der Besitz des Ladens, der bis dato das Eigentum von Fräulein Rebecca Hartgrave war, nun in Gänze und ohne Schuldenlast auf Ferdinando Miller übergeht. Es wird ferner durch die zuständige Rechtsmacht, in diesem Falle meine Wenigkeit, bestätigt, dass das Eigentum gemäß den Regularien registriert werden muss, sobald die Umstände dies erlauben. Pennington. Wird sie doch nicht umgebracht haben. Feine Herr. Ach. Bin ich hier eigentlich raus? Nee. Warum mache ich das? Damit ich von der anderen Seite rüberkomme. Okay, alles klar. Machen wir das. So. Was ist? Nix. Also, gucken wir mal hier rein. Waren von überraschend guter Qualität. In New Eden kann es kaum noch Menschen geben, die sich sowas leisten können. Mhm. Die Nandos Kasse. Ingersolls Gemischwaren, Gepäckstücke und Schmuckkästchen 55. Juni, Schmied, Gepäckstücke und Möbelstücke 7 und 9. Ingersolls Gemischwaren. Rebeccas Gemälde und Porträt 3 und 10, Schmied Rebeccas Kalligrafiekasten 1 und 4. Es scheint ihm finanziell erstaunlich gut zu gehen. Wo hat er bloß all das Zeug her? Ja, das weiß ich nicht. Na gut, dann lesen wir das mal. Rebeccas Hardcraft Testament, letzter Wille. Testament. Ich, Fräulein Rebecca Hartgrave in der Stadt New Eden, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, habe die feste Absicht, Ferdinando Miller im Falle meines Todes meinen gesamten Besitz zu vermachen, einschließlich folgender Sachen: ein Schmuckkästchen, Gemälde und Spiegel, eine Buchsammlung, sämtliche Gepäckstücke und deren Inhalt, ein Kalligrafiekasten, diverse Möbelstücke, sämtliches Geld, mein Besitz in meinem Geschäft oder auf einer Bank und so weiter. Rebeccas Testament. Sie war reich. Und hinterließ ihm alles. Da hat er also die ganzen Waren her. Ja, die Liste stimmt mit den Verkaufsunterlagen überein. Wenn ihr mein Geld anrührt, seid ihr tot. Was tut ihr hier? Rauben, würde ich vermuten. Ich bin kein Dieb, Mr. Miller. Ich bin der Verbanner. Ich habe Helen Priest zurück zum Fort gebracht. Ein Verbanner? Diebe sind geübte Lügner. Woher kennt ihr meinen Namen? Es gehört zu meinem Geschäft, sowas zu wissen. Red McGrath. Wenn ihr ein Verbanner von Geistern seid, dann seid ihr hier richtig. Ich habe Geld. Rebecca sucht euch heim. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Sie ist diejenige, die euch heimsucht. Sie hat mich geschickt, euch zu finden. Sie sorgt sich um euch. Sie sagt, sie liebt euch. Die Engländer nennen das Bockmist. Wenn es keine Liebe war, warum hat sie euch dann ihr Vermögen hinterlassen? Was kümmert euch das? Es ist irrelevant. Ihr seid ein Verbanner. Es ist eure Aufgabe, sie loszuwerden. Könnt ihr euch nicht darauf konzentrieren? Immer mit der Ruhe, Mr. Miller. Ich muss zunächst Rebeccas Hab und Gut betrachten. Ich habe es verkauft. Alles. In der Tat? An wen? Keine Ahnung. Irgendjemand. Ich habe es aufgeschrieben. Ist in der Kasse. Lest es, wenn ihr wollt. 2 kürzliche Transaktionen. An den Schmied und an Ingersolls Laden. Tja, ich weiß schon, wer mein neuer Kandidat ist. Ein Ladenbesitzer bekommt vieles mit. Was habt ihr denn so mitbekommen, Mr. Miller? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. Was könnt ihr mir über Captain Pennington erzählen? Er war immer gut zu mir. Hat mich wie einen Menschen behandelt, wie jemand Ebenbürtiges.
So einem Mann möchte man folgen. Er gibt einem Sicherheit. Man hat das Gefühl, die Welt wäre gerecht. Aber dann trifft man auf ganz andere Menschen. Auf Menschen wie euch. Ah, ich finde dich super sympathisch. Wie denkt ihr über Helen Priest? Was kümmert es euch, was ich denke? Wollt ihr mir Ärger einbrocken? Ich sage gar nichts. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wie denkt ihr, stehen die Dinge im Fort? Der Captain ist tot. Ich würde sagen, alles in allem stehen die Dinge eher schlecht. Und doch leben einige von uns noch. Und ihr seid hier. Ich weiß nicht, was das für uns bedeutet. Wir werden es wohl herausfinden. Ja, denke auch. Erstmal die Waren zeigen. Eure Waren sehen interessant aus. Lasst uns handeln. Nun sprecht ihr meine Sprache, mein Freund. Prima. Ihr habt euch wahrlich Mühe gegeben, euer Zuhause zu schützen, nicht wahr? Ihr habt ohne meine Erlaubnis in meinem Haus herumgeschnüffelt. Ich weiß, was ich tue. Ich will mal großzügig sein. Nichts davon bringt auch nur das Geringste. Der Kranz nicht, das Amulett ebenso wenig, nichts davon funktioniert. Aber es sieht hübsch aus. Die Brosche funktioniert. Stimmt. Sie kam nicht mehr zurück. Endlich schlafe ich wieder. Ich höre, wie sie mich ruft. Meinen Namen flüstert. Ich wache auf und sie liegt neben mir. Unsere Blicke treffen sich. Sie starrt mich an. Oh, das ist schon übel. Sie will mich nicht zufrieden lassen. Sie ist eine Nkishi, ein Dämon. Verbannt sie. Ich bezahle euch. Ich brauche das Geld. Abgemacht. Stell euch das mal vor, du liegst im Bett. Leg schläfst wohl, schön. Mr. Miller. Machst die Augen Leg auf. Und Waldmanns Heil. Und dann starrt dich so ein Geist an. Keine Scheiß. Er hat alles verkauft. All ihre Sachen. Und zwar ziemlich schnell. Weshalb die Eile? Wenn wir ihre Sachen aufspüren, verraten sie es uns womöglich. Warte mal, da rein. Ich geh mal erst hier rein. Aha. Eine Notiz? Mal sehen. War vorher noch nicht da. Jodostor Nachricht, Josef. Ich habe erhalten, was du mir schuldest. Gute Waren. Ich hielt dich für einen Schwindler, aber ich habe mich wohl getäuscht. Rebeccas Sklaven, dieser Ferdinando, war nicht zufrieden mit dem Besitz seiner toten Herrin. Auf Befehl von Penningtons ist er jetzt ein freier Mann und auch noch ein Händler. Dieser Wahnsinn wird unser Ende bedeuten. Das kannst du mir glauben. Du und ich, wir sind jedenfalls quitt. Zumindest bis wir uns zum nächsten Kartenspiel mit den Männern in der Baracke treffen. Dann knöpfe ich dir wieder alles ab. Theodor S. Ferdinando war ein Sklave. Sie war seine Herrin. Sie hat das nie erwähnt. Als ob es nicht von Bedeutung wäre. Wir wissen, wo wir hin müssen. Auf zur Baracke. Ja, warte, ich will hier noch gucken. Kann man hier auch was finden? Ah, schau mal. Hübsch. Das Werk, meine ich. Wir wissen, wo wir hin müssen. Auf zur Baracke. Ja, aber sie war jetzt auch keine Scheußlichkeit. Wir wechseln immer die Baracke. Dem hier, warte mal, Helga. Ja doch, das ist schon die Baracke. Diesmal bin ich doch auch schon da vorbei, den hat doch. Ja, stimmt, genau, das war die Baracke. Da noch der Leichnam von dem Dings noch rumliegt. Ah ne, das ist nicht hier. Ich habe echt eine Orientierung. Plündert habe ich hier schon. Warte mal. Kann ich hier das nochmal? Ja, das haben wir schon mal angucken. Ah. Ein Geist hat die Feder schwingt. Womöglich ein Echo.
Außer meinem Namen kenne ich keinen auf der Liste. Entfernte Verwandte. Aber ich kann sie nicht enterben. Die war ja eigentlich noch sehr jung. Das würde ich niemals verlangen. Dich zu kennen ist bereits mehr, als ich mir je erträumt hätte. Wenn ich dich, Gott behüte, je verlieren sollte, würde ich an allem festhalten, was mich an dich erinnert. So. Solltest du mich je verlieren, gehört mein gesamter Besitz dir. Richtig. Er hat behauptet, sie nicht zu lieben. Wieso lügt er? Vielleicht hat er nicht gelogen. Vielleicht war seine Liebe nur gespielt. Finden wir heraus, was er dazu zu sagen hat. Sein Leben ein bisschen leichter zu machen, muss ich denn hin? Da muss ich hin. Bin ich mal gespannt. Hey. Verbanner? Die Leute reden über euch. Über eure Vergangenheit. Ich weiß, was sie reden. Sie halten mich für einen Mörder. Aber das stimmt nicht. Rebecca Hargrave schenkte mir die Freiheit, als sie im Sterben lag. Davor war ich ihr Sklave. Wie romantisch. Wäre der Captain nicht gewesen, hätten die frommen Leute von New Eden mich ebenfalls sterben lassen. Rebecca war Hals über Kopf in euch verliebt. Die Liebe beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, nicht wahr? Ich war ihr Haustier. Ein Hund, der liebevoll zu seiner Herrin ist, auf das sie die Leine lockert. Sie sagte, sie würde mich lieben. Ich tat, als würde ich ihre Liebe erwidern. Machte Männchen, bettelte, ließ mich streicheln. War ein braver Junge. Ihr habt sie reingelegt und dann ausgenutzt. Für einen Sklaven ist ein Krümel Freiheit wie ein ganzer Leib. Ihr hättet das Gleiche getan. Das verstehe ich. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Genug geplaudert. Ich denke, ihr solltet euch wieder an die Arbeit machen. Für was bezahle ich euch eigentlich? Aber er ist ein absoluter Depp. Ich bin Verbanner, Mr. Miller. Kein Rattenfänger. Geister waren einst Menschen. Sie haben Gefühle, denken über Vergangenheit und Zukunft nach. Um herauszufinden, was den Geist ans Reich der Lebenden kettet und den Spuk zu beenden, muss ich alles erfahren. Ihr wollt, dass ich den Auftrag abschließe? Dann erzählt mir die Geschichte. Der Geist muss sich zeigen. Das ist eine dumme Idee. Ihr könnt sie euch meinetwegen sonst wohin schieben, so oft ihr wollt. Na los, zerbrecht die Brosche. Bringen wir es hinter uns. Mir bleibt keine andere Wahl. So soll es sein, auf dass es ein Ende hat! Saudi, du bist endlich Kein Schritt näher! Ich verstehe nicht. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Jetzt, Verbanner! Macht ein Ende! Nicht jetzt. Ihr müsst die Wahrheit erfahren, ihr beide. Da kommt mir... Rebecca, ihr habt uns verschwiegen, dass Ferdinando euer Sklave war. Dass ihr ihn besessen habt. Ich habe ihn geliebt. Ich war ein Sklave. Ich konnte dich nicht verlassen. Was für eine Liebe soll das sein? Was redest du denn da? Wir haben uns doch geliebt. Geliebt? Nein, ich habe meiner Herrin nur gesagt, was sie hören wollte. Ich habe sie mit einer Lüge eingelullt. Ich dachte, du wärst nur dumm. Aber nein, du hast es geglaubt, weil du es wolltest. Boah, ist das fies. Aber sicher warst du dir doch nicht, oder? Deshalb gabst du mich nie frei. Ich habe dich geliebt und du hast mich geliebt. Es war nur ein Stück Papier. Ein Stück Papier und eine Garantie. Ich brauchte die Garantie. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Du kennst nur Furcht. Du hast dich gefürchtet, nicht begehrt zu werden. Nicht beachtet. Allein zu bleiben. Ein nur allzu menschliches Gefühl, Fräulein Hargrave. Aber kein Grund, einen Mann besitzen zu wollen.
Diese Liebesgeschichte hat ein Ende verdient. Weil du ein Arsch und ein Händler bist. Tschüss. Ferdinando Miller, die Welt hat euch gezwungen, eine Lüge zu leben. Ihr habt das Spiel so gut mitgespielt, dass ihr am Ende heimgesucht wurdet. Ihr seid die Kette, die den Geist in dieser Welt hält. Nein, lasst ihn zufrieden. Ach, du Naivchen. Sie ist ein Geist. Werdet sie los. Halt. Nein. Nein. Das dürft ihr nicht. Ihr besitzt mich nicht. Ich bin ein freier Mann. Ich habe nichts verbrochen. Nein. Aber ich schon. Zum Teufel mit euch! Eure Welt ist kein Ort für Menschen wie mich. Ihr versteht nicht. Ihr könnt es nicht verstehen. Betrogen. Ihr habt gemordet. Wer von uns, Verbanner, hat den Tod verdient? Irgendwie tut ihm Rebecca mir schon leid. Schlüssel zu Müllers Handelsposten. Jetzt muss ich nur kurz nachdenken. Warte mal. Wo war die Truhe? Die war da rechts. Ach, nicht halt. Ach, ist denn. Hier war die doch. So. Hier, ja. Öffne dich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.